Hat er gerade seine Stahlkante angemalt? Ja. Aus gutem Grund. Wir machen einen Basic Service, also wir machen jetzt hier keine Raketenwissenschaft draus, sondern einfach, dass man schnell und kompakt seine Kanten wieder in einen guten Schuss bekommt und demnächst wieder mit viel Spaß auf der Piste unterwegs ist. Ich brauche dafür einen sogenannten Seitenwangenhobel. Ob ihr den braucht oder nicht, merkt ihr relativ schnell, wenn ihr den Rest macht. Ich nehme ein Kantenschärfgerät, wo ich verschiedene Winkel einstellen kann. Das ist jetzt von Toko, das gibt es auch von Zwix und von anderen Herstellern. Schön ist immer, wenn sie nicht einfach über den Belag schleifen, sondern mit Rollen geführt werden, dann verkratzen sie den Belag nicht. Und hier oben wird später die Feile eingesetzt. Dann habe ich hier eine Feile, mit der ich gleich den Service durchführe. Eine Diamantfeile, mit der ich dann nochmal poliere und eine schöne Oberfläche, eine dichte Oberfläche auf der Kante erzeuge. Und einen Aluoxidstein. Mit dem Aluoxidstein fängt es an. Denn wir haben immer leichte Verhärtungen in der Kante, die fühlt man. Also ich fühle die jetzt, ihr nicht, aber macht das mal bei euren Ski, ihr merkt das. Wenn ihr so über die Kante fahrt, da gibt es verhärtete Stellen. Das merkt man richtig, da hat der Ski mal einen kräftigen Schlag gekriegt. Ihr seid volle Kanne auf eine Eisplatte gekracht oder auch über einen Stein gefahren. Und dann kriegt dieser Stahl eine leichte Stauchung und verhärtet an dieser Stelle. Diese Verhärtung kann man ein Stück weit wieder entfernen mit einem Aluoxidstein, indem man an der Stelle tatsächlich ihn einfach plan aufsetzt und das so rausrubbelt. Man kann auch rostige Stellen damit ein bisschen abrubbeln. Das ist nicht abrasiv, also ich nehme kein Kantenmaterial weg, sondern ich poliere im Prinzip die Oberfläche und poliere auch diese an der Oberfläche verhärtete Stelle wieder fein und weich. Das kann ich von beiden Seiten machen, also auch von der Belagseite, dann so ein bisschen aufdrücken und nicht über den ganzen Belag, also nicht mit dem ganzen Stein, sondern hier nur so mit der Kante. Man hört das tatsächlich sogar, dass der Stein auf einer verhärteten Stelle, hier, da war eine, richtig so ein bisschen rubbelt und bis das wieder weich abläuft, mache ich weiter. Als nächstes bereite ich die Seitenwange vor, denn wenn ich jetzt hier einfach eine Feile draufsetze, dann kann es passieren, dass ich hier schlicht und einfach gegen diese Seitenwange arbeite und die mir die Feile versaut. Deswegen hobel ich vorher ein Stück von der Seitenwange weg. Das tut dem Ski nicht weh, der ist anschließend immer noch gut zu gebrauchen. Aber dieser kleine Span, der ist jetzt hier aus Holz, weil dieser Ski eine Holzseite hat, dieser kleine Span, der würde mich stören. Und deswegen kommt der weg. Seitenwangenhobel kann ich einstellen. So. Bei euren Ski ist das wahrscheinlich aus ABS oder Kunststoff. Völlig egal, so ein bisschen zurückhobeln, damit das die Feile später nicht zusetzt, ist ganz gut. Es sei denn, ihr habt einen Ski, der schon 10.000 Mal beim Service war, dann braucht ihr das wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt ist das vorbereitet im Prinzip, um die Kante zu schleifen. Ich will sie von hier schleifen, weil hier auch die Unschärfe entsteht. Aber das sind nie 90 Grad bei einem Ski oder nur ganz selten, sondern meistens ist diese Kante in einem bestimmten Winkel geneigt zur Belagsfläche. Das ist auch sehr sinnvoll. Welche Winkel da was bewirken, das besprechen wir in einem anderen Video. Es gibt auch einen Winkel, mit dem die Kante zum Belag abgehängt ist. Machen wir separat. Nur jetzt beim Schleifen müssen wir natürlich herausfinden, in welchem Winkel ist sie denn? Entweder ich weiß das, das ist wunderbar. Dann stelle ich mir nämlich hier die Gradzahl einfach auf meinem Schleifgerät ein. Oder ich weiß es nicht, dann muss ich es rausfinden. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Hack. Ich markiere mir hier nämlich ein Stück mit Edding, und zwar die ganze Stahlkante. Ich hoffe, dass man das im Bild gut sieht. Nehme mir meine Feile. Diese Feile hat eine Richtung, da ist ein Pfeil drauf. So rum sollte sie über die Kante. Das heißt, ich spanne sie mir so rum auch ein. Feilen werden immer so ein bisschen schräg eingespannt. Das ist auch wichtig, weil sie sonst in der Taillierung des Skis nicht mehr überall auf die Stahlkante kommen. Immer ein bisschen schräg einspannen. Und jetzt habe ich hier 90 Grad und schleife hier mal so ein bisschen drüber. Und jetzt sehe ich, dass mein Eddingstrich im oberen Teil weggeschliffen ist und im unteren Teil nicht. Das heißt, der Winkel, den diese Kante hat, ist kleiner als 90 Grad. Dann probieren wir mal 89. Strich nochmal neu machen, dann sieht man das vielleicht wieder ein bisschen besser.
immer noch. Da ist immer noch ein blauer Streifen und oben ist es schön weg. Also ist der Winkel auch kleiner als 89 Grad. Jetzt spare ich mir einen neuen Strich und mache das Ganze mal mit 88 Grad. Und jetzt ist der Strich weg. Was hier noch zu sehen ist, ist einfach Schmiere, weil ich gerade sehr, sehr viel Edding da drauf geschmiert habe. Zufälligerweise weiß ich, dass dieser Ski mit 88 Grad geschliffen wurde vorher, aber es war trotzdem gut zu sehen, wie ich mit der Edding-Methode sehr unkompliziert rausfinden kann, was habe ich hier für einen Kantenwinkel. Und jetzt arbeite ich mich mit genau dieser Einstellung mit der Feile von vorne nach hinten über den Ski. Achte darauf, dass diese Rollen immer schön auf dem Belag rollen und schärfe meine Kante. So, das mache ich mal einmal. Man kann gut fühlen, ob sie scharf ist. Man kann es sehen, indem ich mit der Rückseite des Fingernagels hier drüber gehe. Ich hoffe, dass das jetzt die nahe Kamera auch gut aufhängt. Wenn hier Abrieb vom Fingernagel auf der Kante liegen bleibt, so wie das hier jetzt mal der Fall ist, dann ist die Kante gut scharf. Das ist jetzt hier schon der Fall. Die war also auch noch nicht so wahnsinnig runtergefahren. Und dann bin ich schon fast fertig. Dann mache ich nämlich nur noch einen abschließenden Durchgang mit dieser Diamantfeile. Die gibt es in verschiedenen Körnungen. Das ist jetzt eine 800er. Kann man auch noch feiner machen. Je feiner man das tut, umso planer und gleichmäßiger ist die Oberfläche und umso länger bleibt die Kante scharf. Also das lohnt sich, damit zu arbeiten. So ein Ding kostet 5 Euro. Kauft euch so eine. Und dann mache ich die letzte Politur damit. So. Jetzt ist das hier sehr schön homogen, gleichmäßig scharf. Dann breche ich die Kante noch im vorderen Bereich ein bisschen auf. Das ist so ein bisschen Frage der persönlichen Vorliebe. Ich mache das immer hier auf diesem Stück. Das kann man mit dem Aluoxidstein machen. Es geht einfach nur darum, dass ich den Kantengrad wegbringe. Das kann man auch auf die rabiate Methode mit einer Karosseriefeile machen oder ganz feinfühlig mit einem Kantengummi. Das ist mir völlig egal. Wichtig ist nur, ihr solltet sie ein Stück weit aufbrechen, sonst wird der Ski in diesem Bereich wahnsinnig aggressiv. Und für einen guten Kantenhalt auf der Piste braucht ihr hier keine sehr scharfe Kante. Die braucht ihr da, wo, aua, die sind wirklich scharf, braucht ihr da, wo das Gewicht ankommt, wo ihr wirklich Druck auf der Kante habt. Hinten mache ich das auch, weil auch hinten finde ich es persönlich sehr störend, wenn die Kante zu scharf ist, weil sie mir am Schwungende dauernd das Gefühl gibt, ich müsse irgendwie weiterfahren, als ich will. Aber das ist so ein bisschen auch Frage der persönlichen Einstellung. Da kann man ein bisschen mit ausprobieren. Ich würde jede Kante erstmal auf einem gewissen Weg brechen. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Das war's. Anschließend drehe ich den Ski um und mache das selber auf der anderen Seite. Arbeitet immer von vorne nach hinten, bitte. Und versucht nicht mit Gewalt einen anderen Kantenwinkel reinzuschleifen. Das ist viel Arbeit. Das sollte man dann den Jungs überlassen, die die großen Maschinen haben. Das war's zum Thema Kante. Und das erhöht den Spaß, insbesondere auf einer harten Kunstschneepiste oder auf Eis, wirklich erheblich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert unseren Kanal. Es gibt noch mehr Tipps. Wir werden noch weitere Videos zu Wachs, zu Kante, zu Skiern, Snowboards, Touren, Ausrüstung, Equipment machen. Bleibt dabei und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.